Sei mal nicht unverschämt, sonst bricht die Aufnahme gleich wieder ab. So wie letztes Mal, als Ja. wir. Da hat sie aber gar nicht, da ist sie gar Aber nicht wahrscheinlich, abgebrochen. weil wir zu feige waren, hat die Aufnahme gesagt, nee, macht sie nicht mit. Ja, nee, genau, weil wir gegen zwei Standardgegner gespielt haben auf einer Map, wo sie die Brücken nicht aufmachen konnten. Das ist ganz schön fies. Ja, erstmal gucken, wie gut die jetzt hier funktioniert. Ich glaube, das wird jetzt richtig heftig werden. Ja, wir werden total verkacken. Aber egal. So kennt man uns ja und liebt uns. Willkommen zur ersten Folge Pioniertum. von Die Spielkinder spielen Custom Maps von Company of Heroes 2. Mit mir hier ist Norbert am Start. Hallo Norbert. Hey Leute. Norbert hat schon angekündigt, auf dieser ersten Custom Map wird es super heftig, wie er sich ausgedrückt hat. Deswegen wird er wohl nicht so viel reden. Also, wenn er jetzt ganz schweigsam ist, dann wisst ihr, woran es liegt. Es ist nämlich dann super heftig geworden. Ihr müsst halt wissen, ich bin überhaupt nicht multitasking-fähig und deshalb muss das halt das What? große Schweigen. What? Ach so. Ich habe mich gerade gewundert, wo die Einheit hergekommen ist. Ja, Die das ist Einheiten irgendwie. kommen da von irgendwo am Fluss. Das ist ja lustig. So, wir Pionier zu allem versuchen bereit! jetzt hier als allererstes mal so ein bisschen das zu sichern. Ich kann hier noch keinen Bunker bauen, wie ihr seht, weil ich Pioniertrupp in zu doof Bewegung. bin. Nein, also weil ich noch nicht die Punkte eingenommen habe. Das mache ich Ausrücken, jetzt. Ich bin Pioniere. gerade ein bisschen hektisch, Pioniere tut mir nehmen leid. Ziel ein. Wir haben So. etwas für das Vaterland Mir nach. eingenommen. Ich sichere als erstes mal diese Brücke hier unten. Beziehungsweise oben im Norden. So wie die Drehung der Map gerade ist. Norbert, wie drehe ich die Map nochmal? Weiß man das? Mit Alt, mit Mit Alt. Alt. Okay. Hä? Hm. Geht nicht. Egal. Hier hat Bleibt man auch nur jetzt. 100 Einheiten. Oh, wie wenig das ist. Ja, das ist echt nicht viel. So, ich baue jetzt mal als Wir müssen erstes etwas eine bauen. Kaserne. Falls ihr euch beschweren möchtet darüber, dass wir nicht auf ESL-Niveau spielen, dann wisst ihr, dass dafür die Kommentarsektion genau Das der richtige Vaterland Ort ist ist. Wir euer. Wir freuen müssen uns auf bauen jedes oder Geflame erobern. und werden jeden Pioniere einzelnen gehen zum Post Ziel. elaboriert und Pioniere! intellektuell hochwertig beantworten. Wir Nicht. haben es gebaut! Ja, wir Pioniertrupp! spielen das hier nur aus Spaß. Ich habe das Spiel seit Monaten nicht mehr ernsthaft gespielt und Norbert ist der absolute Pioniere erwarten Überprofi. Das Befehl. heißt, wenn irgendwas schief läuft, ist es seine Schuld. Bereit! Stimmt's, Wie Norbert? immer, wie Sehr immer. gut, sehr Sollen gut. wir etwas bauen So, ich habe oder jetzt hier schon mal fast hochklettern? alle Punkte eingenommen. Dann laufen wir Pioniere jetzt mal als berichten nächstes zur mittleren Einnahme Brücke, des ne, würde ich sagen. Ziels, Pioniere. Oh, da geht's schon ab. Oh nein, eine Sekunde zu langsam und schon verkacke hier, hier gar nicht. Ja, aber du baust doch gerade noch das MG auf. Ist doch super. Guck mal, die kriegst du doch jetzt. So, mein MG-Trupp ist auch fertig. Der kommt an die. Einen in der Mitte durch, scheiße. Boah, geht Pioniere gar sind nicht. Gilt ihnen Stahl. Geht ja Pioniere gar feuern! nicht. Geht Feuer! überhaupt nicht, geht das. Geht ja voll Pioniere! gar nicht, ey. Abrücken! Ja, aber vielleicht kriege ich die hier in der Mitte sogar, die durchgekommen sind. Infanterie Ich habe angreifen! da zwei Einheiten stehen, das ist ganz gut. Unterstützung ist bereit! So. Ihr Unterstützung kommt wird nicht über diese angeboten! Scheißbrücke, Leute. Die kommen die Grenadiere Das ist melden meine sich bereit! Scheißbrücke. Nein, die haben Flammenwerfer, diese Säcke! Hallo, wollt ihr mir echt erzählen, dass so ein Pioniertrupp jetzt hier mal eben meinen MG-Trupp fertig macht? Hat's aber vergessen. So. Das finde ich aber eigentlich ganz gut mittlerweile nach dem zweiten Überlegen, dass die Einheiten, wie sagt man, deployen, also in die Karte reinkommen, unten am Fluss, weil dann muss man nicht so weit laufen. Feindliche Truppen Los! greifen an! Tötet diese sowjetischen Bastarde! Tötet diese sowjetischen Bastarde, ey! Bastarde doch! Scheiße, hier in der Mitte kommt zu viel rüber. Ja, ich Fuck. hab die Mitte schon zugemacht. Hast du gemacht? Ja, naja, ich muss jetzt hier Was erstmal wollen das noch Sie? vernichten, was noch da ist. Okay, Wir sind die bereit! flüchten. Tschüss. Oh, also was ist denn jetzt hier alles schon drüben? Ich drehe am Rad. Ich komme mit Flammenwerfern. Halt den Schach, ich komme von hinten. Also von hinten. Geht wieder. Ey, jetzt haben die Flammenwerfer und kriegen sich gebacken. So, ich escalate mal zu Stufe 2, dann kann ich hier schon mal ein Pioniere! bisschen mehr Kacke bauen. Kacke Mach bauen mal, macht mach mal. nämlich Spaß. So, und. Pioniertrupp, Das los, läuft, los, das los, läuft! abknapp! Sie Kriegen wollen es uns hin. verbrennen! Die wollen uns. Ach Mist, Ich die haben ja liebe hier den zum Punkt wieder Ziel! eingenommen, die Pisser. Grenadier sichert das Ich wollte gerade einen Bunker Territorium! hier bauen, aber das geht ja gar nicht.
eine Reihe. Wir sind bereit zum Einsatz. Komm. Vorwärts, Marsch. Na, da komme ich nicht rein. Grenadiere, es ist Zeit zu gehen. So, jetzt wird zurückgeschlagen. Jetzt nehme in der Mitte, ich bräuchte die Anzeigen. Mitte, Hilfe in der Mitte, Mitte in der Hilfe. Ja, Mitte in der Hilfe, kriegst du. Ich laufe mit allem, was ich habe, dahin. Es ist nicht viel. Wir haben das Ziel befreit. Pioniere zu allem Zeit hier zu ver... Bei unserer Ehre, das gehört uns. Wir können die Brücken aber, glaube ich, doch sprengen, Norbert. Ah, mit. Also nicht die mittlere, aber die anderen. Sollten wir vielleicht so schnell wie möglich machen. Ja, guck mal, die Einheit da kriegen wir. Die Richtung Norden läuft, beziehungsweise Richtung Osten. Yep, und sie sind den weg. Punkt hier, scheiße. Grenadiere, rücken aus! So, passt. Interessante Reise. Ein. Vielleicht die mechanische Kompanie. Dann kriegen wir erstmal da ein bisschen. Ja! Ey, er wirft eine Granate, mein ganzer Bunker brennt weg. Ficken, Alter. So läuft das nun mal. So, dann baue ich hier einen Bunker hin. Ach scheiße, geht nicht. Fuck! Fuck this shit. Komm jetzt auf den Deck. Ich hab den Punkt gleich. Ja, ja, komm. Okay, weil dann kann ich nämlich hier die Straße zumachen, dann können die da nicht mehr lang. So. Niemand hat vor, einen Bunker zu bauen. Panzerspähwagen, was bringt mir jetzt hier was? Das Halbkettenfahrzeug, bla bla bla. So. Das ist doch ganz gut, das Ding. Pioniere erhalten Befehle. So, jetzt sollten wir mal anfangen, hier die Dinger auszubauen, diese Punkte. Dann baue ich jetzt mal so einen Treibstoffpunkt. Einsatzbereit. Ich habe dem Gegner jetzt auf der anderen Seite schon mal einen Punkt weggenommen. Ich versuche es jetzt noch mal ein bisschen weiter. Wir haben Eroberungsbefehle. Scheiße, den Punkt ganz in der Mitte kriegt man nicht. Die Brücke in der Mitte kriegt man nicht weg. Ja, ja, die Brücke in der Mitte habe ich auch schon gesehen. Die kriegen wir nicht tot. Brauche ich noch mal Hilfe in der Mitte, glaube ich, gleich. Ein Schwerwagen ist da. Ja, muss gucken. Jetzt werdet ihr Russen sterben! Bereit, wir sind unterwegs. Nein, okay, gut, ich bin oben und. Kommt der jetzt mit einer. Was ist das? Komm mit genau, Panzern. Ich hab noch keine Abwehr. Der hat eine Pack da nur, der hat keine Panzer. Aber der ist ja mein Bunker ist nicht down. Grenadiere marschieren. Nehmen Gebiet ein. So, hier steht jetzt ein Bunker, das ist schon mal gut. Was wollen Sie? Los, Bewegung! Vorrücken in Feindgebiet! So, in der Mitte sieht's doch ganz. Und los geht's! Verstanden! Ach, scheiße! Brechen flieht! Flieht doch! Wo ist denn dieser Panzerspähwagen jetzt hier? Komm ich hier noch irgendwo durch? Ja, fuck, 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 fuck! That's maybe a problem. Komm, du blödes Auto, fahr hierher. Ach scheiße, meine Leute sind tot. Ärgerlich. Der Spähwagen räumt aber so heftig auf, ey. Sterbt alle. Blöden Pisser. So, jetzt kann ich die Jungs hier wieder repairen. Die nächste Phase einleiten. Das hier ist gleich fertig. Boah, die rennen aber sowas von in den Tod hier bei mir. Hast du schon Mörser? Ja, versuch mal die Brücken kaputt zu machen. Da unten zumindest die erstmal. Das wäre jetzt echt hilfreich, wenn wir da diese Brücken weniger hätten. Ich baue auch mal zwei Mörsertrupps und dann versuche ich auch die Brücke hier bei mir unten kaputt zu machen. Oder bei mir oben, besser gesagt. Da in der Mitte läuft es mit deinem Bunker ganz gut. Das finde ich schön. Jetzt haben sie unseren Punkt eingenommen, ey. Ach, naja. Den hatte ich ja eh nur so nebenbei noch eingenommen. Oh, ich bräuchte, glaube ich, Hilfe in der Mitte. Ja, ich sehe schon, ich sehe schon. Ich schick mal meinen Panzerspähwagen dahin. Komm ich da durch? Nee, komm ich da nicht durch.
Ah, es läuft trotzdem noch ganz gut. Oh, scheiße, Brandgranate. Mein Panzer fährt jetzt über die gegnerische Seite. Ist ja geil. Ja, komm, komm. Ah, man kommt hier überhaupt nicht lang auf der anderen Scheißseite von Lyon. Das haben wir noch gar nicht gesagt, oder? Die Karte heißt Lyon. Das sollten wir vielleicht mal erwähnen. Das ist auch eine Map aus dem Vorgänger, die nochmal neu aufbereitet wurde für Comptinfeuse 2 von der Community, also von einem Fan, der sie gebaut hat, oder einem Hobbyentwickler. Und zumindest so nach dem ersten Eindruck sieht sie auf jeden Fall schon mal mindestens genauso gut aus wie im ersten Teil. Halt in der neuen Engine. Ist ja auch schon was wert. So. Ich fange jetzt mal an, die Brücke hier kaputt zu machen. Ja, ich auch gleich. Hier schwerer MG. Beeilung, Trupp. Okay. Neuer Pioniertrupp. So, ich eskaliere jetzt mal zur letzten Kampfphase, weil dann habe ich das schon mal geschafft. Und dann sammeln wir nämlich unsere ganzen Anstrengungen in der Mitte an der Hauptbrücke. Bei unserer ersten Erfahrung mit so einer Custom Map nach werden die Gegner es wahrscheinlich nicht besonders gut schaffen, Brücken wieder aufzubauen. Also, um es genau zu sagen, sie schaffen es wahrscheinlich gar nicht. Das konnte zumindest die KI auf der ersten Custom Map, die wir ausprobiert haben, noch nicht. Wir werden sehen, ob das jetzt hier auch so ist. Ich nehme es aber mal stark an. So, haben wir jetzt alle Punkte eingenommen. Bei dir ist noch ein Punkt übrigens, den könntest du theoretisch einnehmen. Ist ja nicht so wichtig, aber ich wollte es nur mal gesagt haben. Das ist schon wichtig. Oh, jetzt kommen wir mit Panzern hier. Kommt da schon mit Panzern, das ist nicht gut. Dann baue ich mal eine Fackel. Brauchst du ein bisschen Verteidigung, gehe ich komplett auf Angriff? Ich baue als nächstes eine Pack, ja. Ich brauche aber noch 10 Sekunden, bis ich die bauen kann. Ich muss erstmal in die Kampfphase wechseln. So, okay. Was der für ein Panzer da hat, ich habe nichts dagegen. Ah, scheiße, mein Ding. Scheiße, das ist aber wirklich schlecht. Ich habe auch nichts. Haben wir schon irgendwas bei Befüllen? Ich habe die falsche Disziplin immerweise. Ich bräuchte noch ein paar Punkte. Ja, ich kann mir die Packstellung auch erst leisten in einem Punkt, zwei Punkten. Na gut, bis ich die Pack gebaut habe, die kommt auch nicht so schnell da an, dass das passt. Sollen wir etwas bauen, fuck, oder? Fuck, die fuck, fuck. Wir müssen etwas bauen. Wo ist denn die Pack jetzt? Wie komme ich denn jetzt am dümmsten da in die Mitte? Hier so hin. So, ich schick die. Ach du Kacke, ach du Kacke, bei mir kommt es auch mit Panzern. Ich glaube, das wird gerade nichts. Doch, 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 komm, wir ziehen das jetzt durch hier, das wird super. Feindlicher Beschuss! Nein, ich muss die Brücke doch kaputt kriegen. Pack, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Schieß auf den, schieß auf den. Scheiße, scheiße, lauft, lauft. Lauft. Mach den Panzer kaputt, mach den Panzer kaputt. Mach den kaputt. Ein Schuss noch. Ja, dreh dich um, du dummes Arschloch. Ach, Mist. Die flankieren uns. Ja. Passt. Erster Panzer kaputt. Hinten kommen noch zwei Dinger, scheiße, ey. Brücke ist fast kaputt, also hälftig kaputt. Klingt natürlich gerade nichts. Hinten fährt noch so ein Panzer durch, ja, scheiße. Auf die Flanken achten. Fuck. Fuck. Ich sag zu oft fuck, ich weiß. Ach Mist, die Pack. Ach, hier kommt zu viel feindliche Infanterie rüber. Mann, wir müssen die Brücken schneller zerstört kriegen das nächste Mal. Können wir nochmal neu anfangen? Ja, du feige Pussy. Ja, tut mir leid, ich bin halt ein kleines Mädchen. Ja gut, wie ihr seht, das ist nichts geworden. Ich würde sagen, wir springen dann gleich mal in unseren zweiten Versuch mitten rein. Bis gleich. Hier ist irgendwie nirgendwo Deckung. Ich kann mich mit dem scheiß Scharfschützen nirgendwo hinstellen. Doch, hier ist Deckung. Hier ist auf der anderen Flussseite. Nicht auf der anderen Flussseite, auf der anderen Seite der Brücke. So, kann ich jetzt mal hier so eine lustige Pack bauen? Ja. Soll ich die jetzt hier mittig hinstellen einfach?
irgendwie quasi hinter den Bunker, den ich da in der Mitte gebaut habe, ja. Aber muss gucken, dass er von der Entfernung noch ungefähr bis Mitte der Brücke reicht oder Ende der Brücke, ich weiß das nicht. Das Ding reicht bis Ende der Brücke. Das hat so eine Reichweite. Ich hoffe, dass es durch den Bunker durchkommt, sonst müssen wir den irgendwie kaputt machen. Guck mal, hier drüben machen die gerade den Bunker. Oh, ja, der ist mir egal. Ich meine, da kann ich jetzt eh nichts machen. Sagen wir es, wie es ist. So, Panzer kann ich mir noch lange nicht leisten. Nein. Wir haben eine Beförderung! Die Mörser stehen da an der Stelle aber echt super von mir. Also da jetzt runter hoch, kommen da wirklich nicht an. So, der Scharfschütze deckt uns da schön die Karte auf. Finde ich gut, finde ich gut. Ich hatte ja hier auch noch einen MG-Druck, den kann ich ja an der Stelle nochmal kurieren. Pioniere hier. Kann ich mit den Pionieren irgendwas machen, irgendwas Sinnvolles? Ich kann hier mal den Punkt noch ausbauen. Brauchen wir irgendwas? Ja, mehr Benzin kann nicht schaden. Das werden wir gleich noch in Massen verbrauchen. So, die Pack steht. Bereit. Ich hoffe, sie sieht ziemlich geil aus, muss ich zugeben. Das ist schon ein ganz schön fettes Teil. Wir sollen uns jetzt mal anfangen, jetzt zu überrennen. Weiß nicht. Ne, überrennen nicht. Der kann auf uns einrennen. Das wäre okay. Siehst du, der irgendwie traut er sich nicht mehr, oder? Ich weiß nicht. Ja, ist mir auch recht. Dann bauen wir jetzt Panzer und fahren rüber, also. Ich gehe jetzt mal auf Infanterie, ne? Also. Du gehst auf Infanterie? Ich baue nur Grenadiere. Okay, dann baue ich Panzer. Sobald ich es mir leisten kann. Das wird noch ein bisschen dauern. Erstens müssen wir auch irgendwie die Punkte einnehmen. Müssen wir. Und so habe ich mehr Masse, ja. Naja, können wir eigentlich auch durchrennen eigentlich, ne? So ist auch nicht. Ja, also an sich, weil so Ressourcen haben wir ja ziemlich viele. Wir herrschen ja hier locker die halbe Karte. Wir sind die Herrscher. Der Herrscher. Ja, aktuell ist Ruhe, ne? Ruhe im Karton. Hast du einen Panzer irgendwie schon? Nee, ne? Nö, ich habe noch nicht die Arbeitskraft dafür. Das liegt das an dem Stacheldraht, der da in der Mitte ist. Soll ich den mal aufmachen? Ja, ich meine, an sich kommen die ja gar nicht so weit, dass sie da was Positives, Sinnvolles mitmachen können. Wie macht man den denn auf? Kriege ich den gar nicht auf. Ich sehe auch gerade nicht, früher war das, ach, Drahtschere. Da muss man das Kampfmittel-Räumpaket erforschen. Ja, warte ich lieber noch kurz, bis ich einen Panzer habe. Und das ist gleich der Fall. Ich hab das Geld doch, machen wir. Zieh mal durch. Ist nur die Frage, wie komme ich jetzt hier zur mittleren Brücke? Komme ich so dahin? Okay, ich mach jetzt auf. Halt dich fest, halt deine Unterhosen fest. Ich halt die, rutschen sonst noch weg. Das wollen wir nicht. Ins Bodenlose. Ja, Knipsi, Knipsi. Weg sind sie. Irgendwie kommt jetzt wirklich gerade gar keiner mehr. Naja. Krieg ist ja auch anstrengend. Da hat man ja auch irgendwann auch einfach keine Lust mehr. Schnell, nimm den Punkt ein. Wir brauchen diesen einen speziellen Punkt unbedingt. Pioniere zu allem bereit. Da kommen schon wieder Gegner. Der erste Schuss der Megapack. Passt. Hat er das jetzt gerochen, dass da die der Stacheldraht offen ist, oder? Alter! Hast du gerade den Bunker kaputt gemacht? Den Bunker? Na, den Bunker, der vor der Pack stand. Der wird so den kaputt gemacht haben. Muss da offensichtlich die Pack da voll draufgehauen haben. Gut, dann wissen wir jetzt, wie das funktioniert. Die Pack schießt da nicht einfach drüber. Haben wir das auch gemacht? Alter, deine Mörser müssen doch jetzt einfach mal. Weiß ich nicht. Theoretisch sollten die ganz schön abgehen gerade. Ich hab einen Artillerieschlag. Bei mir ist was. Mach mal. Boah, was ist denn das? Heule Scheiße, dann. Alter, fett! Leck. Aber jetzt, pass auf. Fett. Boah! Das wäre ein Riesenspaß. Ah, sie versuchen den Punkt wieder einzunehmen. Oh Gott, dieser Punkt ist mir so wichtig. Bitte nicht ein, bitte. Feind erobert unser Gebiet, genau. So, lass doch versuchen. Heftigst.
Kann mir mal einer sagen, wo mein Panzer bleibt? Da in der Mitte, der steht in der Mitte. Muss auch sein Gear erforschen, sonst ist es spaßlos. Stimmt, du hast recht. Ich hab die gar nicht gesehen. Da geht so viel Quatsch ab gerade. Den Panzer nicht bemerkt. Boah, ich weiß nicht, was da gerade passiert, aber. Aber es ist spektakulär und es macht Spaß. Oder ist ein Mörser. Ich hab doch gerade meinen Mörser stark abbekommen. Fahr mal mit dem Panzer auf die andere Seite. Und der Mörser trifft ja übertrieben weit. Ja. Das ist gar nicht mal so schön. Gott, ich mag diese große Packung. Das ist einfach schön. Aber jetzt nichts mehr für die Mitte oder so. Zweiter Panzer. Ah, er kommt in der Pack. Oh Gott, was tun wir jetzt? Was tun wir jetzt? Wir haben keine Chance. Ey, wir treffen ja wirklich gar nicht. Scheiße, scheiße. Hallo, trifft hier mal irgendwer? Was soll denn das? Ja, Gott sei Dank, der Mörser hat reingehauen, zweimal hintereinander. Schön. Schön. Habe ich ja immer noch einen Artillerieschlag. Schlag. Schelag. Artillerieschlag. Ah, da kommt schon wieder so ein paar Infanteristen. Ja, ihr könnt uns ruhig verurteilen dafür, dass wir hier Massenmord begehen, aber es macht einfach auch Spaß. Also, im Computerspiel natürlich nur. Hm. Ja, genau. Ja, genau. Lassen gerade gut nach, ey. Wir sind ein bisschen anstrengend. Ja. Boah, da kommen schon wieder ein paar. Guck mal. Ein bisschen mehr Opfer. So, mein nächster Panzer ist fertig. Sehr schön. Guck mal, jetzt was da gleich runterkommt. Gucken. Ja, 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 ich seh's. Oh, da kommt die brechen durch. Ah. Oh, 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 oh. Scheiße, die haben meinen Scharfschützen entdeckt. Lol, der ist tot. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich kann doch jetzt hier nicht durchbrechen, die Pisser. Mach sie kaputt! Mach sie kaputt, Norbert! Mach sie kaputt! Mach sie alle kaputt! Ich will nicht, dass sie länger leben! Ich hasse sie! Sie sind eklig! Sie sind widerlich! So! Reicht's jetzt gleich! Ich weiß, wenn ich rüber jetzt. Die Sprüche von dem Spiel, ey. Tötet diese slawischen Dreckskerle. Also echt. Was wollen Sie? Da hatten sie aber auch Spaß. Wir können hier nicht gewinnen. Rückzug. Gut. Bereit. Ich nehme mal den Punkt wieder ein, ne? Der ist wichtig, den brauchen wir. Ja, glaube ich. Ein Scharfschützen und ich baue noch ein MG. Gut, wann können wir rüber? Ich bin Feuer und Flamme. Ich habe auch noch einen Kurs, also ich bin lalt an der. Also ich habe jetzt noch 15 Einheiten, das sind. Ich kann noch einen Panzer bauen, dann war's das. Back hier! MG-Trupp! Und genau das tue ich jetzt auch. Einen Panzer bauen. Dein Panzer steht deinem MG übrigens im Weg. Oh nein! Ja, am besten auf den Weg stellen. Yay! Was wollen Sie? Das sind ja gute Tipps. Immer sicher gehen, dass der Treffer aussaß. Ja, das ist nicht ganz unwichtig. Gut, dann reparieren wir jetzt mal hier die Leute. Kommt der? Wieso rennt denn der mit dem Mörser da jetzt in den Angriff? Das ergibt doch gar keinen Sinn, Leute. Mit dem Mörser läuft man doch nicht an die Front. Ja, schwierig, so KI und so.
Wie weit ist der Panzer? Nein, ich kann ihn nicht deployen. Scheiße, ich muss irgendjemanden umbringen. Na gut, muss ich halt jemanden opfern. Ich habe jetzt noch zwei MG-Trupps nach vorne gesetzt. Das klingt doch gut. Hast du mal noch so einen Artillerieschlag? Soll ich den jetzt echt dafür aufbrauchen? Nö, ja, jetzt, die sind ja fast alle tot. Eben war es noch nötiger jetzt. Sieht da ja schon besser aus. Die Mörser hast du noch? Einheiten 3, ne, 2. 2. Ich weiß nicht, ob du das mal ausprobieren willst, wenn du Zeit und Lust hast. Auf der anderen Seite von dem Ding, was ich markiert habe, das habe ich so einen Rescue-Bunker gebaut. Okay. Ach da. Ich kann da nichts dran auswählen oder so. Also normalerweise kann man ja da dann aufklicken. Du musst die Einheiten da hinsetzen und dann kannst du die vielleicht wieder aufstocken und heilen. Ja, aktuell will ich lieber Einheiten loswerden. Also. So, na, dann einfach noch. Ich kann nämlich meinen Panzer, der schon fertig gebaut ist, gerade nicht einsetzen, weil ich freie Plätze habe. Wie heißt das? Bevölkerungslimit. Danke. Bevölkerung. Ich werde jetzt mal eine Selbstmordkommando starten mit meinem eigenen Pionier hier. Bewegung! Pioniere versuchen Eroberung. Oh, das klappt sogar. Ich komme sogar durch mit dem einen Pionier. Hier, ich habe die Möglichkeit, verhören Sie feindliche Verwundete, um auf der Karte kurzzeitig alle feindlichen Positionen zu sehen. Das ist natürlich sehr cool. Kannst du ja bei Gelegenheit mal machen. Ich nehme ihm jetzt seinen 1 Munitionsdepot weg. So, jetzt habe ich Karten, bin perfekt bei 100 von 100. Sehr schön, aber sehr schön. Wollen wir dann direkt zu ihm, also ungefähr? Ja, hatte? Auf zur Basis. Durchrennen? Ja. Bade, hattest du auf die beiden Positionen von ihm genommen, ne? Pionier, genau. Nehmt euer Werkzeug. Muss aber meine Panzer nochmal reparieren. So, ich habe mir jetzt gerade eine Position hier noch auf seiner Seite geschnappt. Pioniere erwarten Befehle. Wir haben das Ziel befreit. Soll ich mal ganz gemein sein und hier auch noch einen Bunker hinbauen? Wenn du es schaffst. Wir müssen etwas bauen. Kann ja nur von der einen Seite, kann ja nur von einer Seite kaputt machen. Naja, kann doch Granaten von oben aufwerfen oder sowas, aber an sich ist es mir auch egal. So, ich will nur, dass der Panzer jetzt hier repariert wird. Scheiße. Ja, muss ich den Motor repariert bekommen, sonst kann ich da überhaupt nicht rüberfahren. Kommt, dummer Panzer, jetzt wird ganz. Zerbomb. Pioniere sind fertig. Ja. Okay. Pioniere sind fertig. Sehr schön. Los! Gut. Fällst du mit beiden durch? Ich würde es versuchen. Warte, du siehst ja meine Einheiten hinten. Ja. Ein bisschen langsamer dann, also nicht mit deinen MGs. Ja. Ja, genau, die Straße über oben. Also einfach rechts, geradeaus weiter. Immer weiter. Haha, ich habe tatsächlich den Bunker fertig bekommen. Den Weg meinte ich nicht, aber okay. Achso, nicht? Okay. Aber ich fahre jetzt hier lang. Komme ich auch schnell durch. So, die Panzer können ja Gott sei Dank immer überall durchfahren. Das macht es ja recht einfach. Boah, der baut aber auch viel Infanterie, ey. Gut, da ist er schon ganz schlau, ne? Weil er merkt, dass wir da so viel Packs stehen haben. Geht er eben massiv auf Infanterie. So. So, Eisenbahngeschütz, tu dein Werk. Direkt aufs Hauptquartier, das ist gemein. Dennis, du bist gemein. Böser Mensch. So.
So, wann schlägt denn das Mega-Geschütz jetzt mal ein? Komm schon! Oh! Alter! So in einem Schlag alles. Ja, eben irgendwie 10 Einheiten durch die Luft geflogen. Der ganze Bildschirm war voller Zahlen. Das war krass. Ja. Achso, sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ja. Sollte eigentlich. Oh mein Gott, wie dein. Ich will jetzt nicht reinrennen mit in deinen Eisenbahn. Ja, ich weiß nicht, wie oft das schießt, das Ding. Hat jetzt solange der Button leuchtet, schießt es noch. Achso, ja, dann leuchtet, dann schießt er doch wahrscheinlich noch einmal. Was geht da in der Mitte ab? Ach, da kommt schon mein nächster Panzer. Problemlos. Okay, dann auf geht's. Auf zum. Das sieht so geil aus, wenn die Dinger alle gleichzeitig schießen. Also die Dinger. Mit die Dinger meine ich natürlich die Grenadiere, um in der Fachsprache zu bleiben hier. Fachtermini. Wichtig. Da wird man für eine Gucke halten. Ich fahr mal zu dem anderen in die Basis und versuch da mal die. Ja. Produktionsgebäude kaputt zu machen, damit er nicht nachbaut. Ich hab selber getötet, diese Deppen. Ja, lauf mal nicht bis ganz rein, da schießt wieder das Geschütz. Zumindest. Und dann jetzt langsam. Ah, jetzt. Schon wieder so guter Treffer. Schön. Läuft. Ausschuss. Einer. Dann fahr mal nicht rein. Ich habe noch gerade jetzt 60 ja, ja. Sekunden Angriff darauf geordert. Ja, ja, ich fahr nicht rein. Oh, da ist sogar noch ein Panzer da hinten. Das ist ein unfassbares Gemetzel, was hier abgeht. Was gefällt mir. Aus irgendeinem animalischen Grund. Ach ja, ich habe ja nicht genug Kapazitäten, um noch einen Panzer zu bauen. Aber ein Panzer fährt ja hier noch rum. Nicht, dass der noch Ärger macht. So, ne, schick. Kaputt. Ja, das sieht doch gut aus. Ich finde das Eisenbahngeschütz ist ganz schön stark dafür, dass man es relativ. Also ich kann es ja direkt wieder ordern, nachdem es einmal fertig ist. Das hat glaube ich 30 Sekunden irgendwie jetzt Abklingzeit lang. Und das kann ich auch ganz schön auf Masse spammen. Oh man, dann die Leute sollen mal alle gleichzeitig feuern, das sieht cool aus. So, gegnerisches Hauptquartier kaputt. Und tschüss. Es hat geschafft. Wie so der blaue Faden an der Karte sich da durchgezogen hat. Ja. Ah, was für ein schöner Sieg. Ich fand, diesmal war es schon anspruchsvoller als beim Achilles River. Ja, das stimmt. Also einfach auch, weil eben nicht alle Brücken kaputt gehen. Das finde ich schon gut. Und ich wurde wieder befördert. Das hilft. Letzte Freischaltung, Panzerstoßtaktik, mittlere Panzer. Ah, sehr schön. Ja, hat mir gefallen. Mir gefällt auch die Karte wirklich gut. Also die ist schön ausbalanciert, weil auf beiden Seiten auch gleich viele Spots sind, die man einnehmen kann. Genau. Das finde ich sehr, sehr schön. Jetzt haben wir den taktischen Aspekt gar nicht mehr genutzt, den man auch noch sonst nehmen kann, dass er über links auch noch über die Brücken Infanterieeinheiten geschickt werden können. Aber diese kleinen Brücken. Genau, ja. Habe ich ja ausgebaut, bis auf die letzte Brücke, die habe ich wieder offen gelassen. Ja, schön, schön. Oh, ach, das sind die Statistik. Ah, ich bin jetzt zu schnell rausgegangen, ich habe die Statistiken nicht angeguckt. Aber ist ja auch nicht so wild. Die kann man bestimmt auch so, sogar irgendwo zugreifen, aber... Ja. Muss ich jetzt nicht suchen. Tut mir leid. Ja, war lang genug die Folge. Wir haben es endlich geschafft in der zweiten Episode. Wir werden, denke ich mal, noch mehr Custom Maps spielen in den nächsten Wochen und euch die zeigen. Wie ihr gehört habt, wir haben schon Achilles River, also unsere Lieblingskarte aus dem ersten Teil, schon mal gezockt. Allerdings ist dabei bei der Soundaufnahme was schiefgegangen und deswegen konnten wir euch die jetzt leider nicht zeigen.
Ich denke mal, wir werden den Achilles River aber nochmal irgendwann spielen und dann schauen wir uns noch andere Custom Maps an. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, wie immer. Und ich bedanke mich auch bei Norbert. Und ich bedanke mich auch. Du bedankst dich auch. Das ist aber lieb von dir. Du bist aber höflich. Das soll sein. Sehr gut. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.